was soll ich davon halten? Das ist Verarschung. Nichts weiter. Also wenn sich die SPD selber ein Grab des Todes schaufeln wollte, dann hat sie das hiermit geschafft. Also wenn man sich ein bisschen politisch interessiert und sagen wir mal, was die Frau Nahles gemeint hat, er muss gehen und dann geht er zwar, aber eine höhere Position. Es ist ungefähr, als würde ein Bademeister das Wasser ablassen, die Leute springen ins Becken ohne Wasser, brechen sich die Knochen und er wird deswegen noch Chef vom Schwimmbad. Ja, die Sache ist ja unglücklich gelaufen, weil die Sache so eskaliert ist, dass jetzt keiner mehr sein Gesicht wahren kann. Und ich finde das alles sehr unglücklich, gerade auch wenn jemand seine Meinung sagt und er in dem Fachgebiet halt ist und er halt seine Argumentation bringt und deswegen dann seinen Job verliert, finde ich traurig. Ja, er findet es gut, weil er mehr verdient als bisher. Aber die Ablösung war doch richtig und jetzt muss man sich fragen, wer der Ersatz sein soll. Ja? Aber im Grunde ist es so, der Vorgesetzte ist ja der Innenminister, ja? Und der wäre der Erste, der eigentlich schon gehen müsste. Finde ich nicht gut. Normal hätte er von seinem Amt entbunden werden müssen und dafür ist er halt noch einmal 2 Treppchen höher gefallen, kriegt im Monat 3.000 Euro mehr. Was will man dann mit so Leuten in so Spitzenpositionen? Ne? Aber die Politik, vorher machen sie große Wind und nachher sind sie sich alle wieder einig. Gell? Ja, halte ich für absolut schwachsinnig, weil es irgendwo auch nicht fair ist. Da ist ein Mann in einer hohen Position, der eindeutig Mist gebaut hat, der Rechte schützt in Chemnitz. Und der hat jetzt Mist gebaut und kriegt dafür jetzt noch mehr Geld. Klar ist nicht mehr so eine besondere Position bzw. eine bedeutende wie davor, aber dass man in der Politik dann nicht einfach mal einen Schlussstrich zieht und sagt, okay, der wird komplett aus dem Amt gehoben, finde ich eigentlich unfair auch dem Volk, wie so gerne immer gesagt wird, uns gegenüber.